Quietschende Scheibenbremsen nerven. Wir zeigen dir in diesem Video, wie du das Problem einfach und vor allen Dingen schnell beheben kannst. Grob können wir die Gründe für das Quietschen in drei Punkte zusammenfassen. Erstens, die Bremsbeläge sind verglast. Was das genau ist, das erkläre ich noch. Zweitens, es gibt Verunreinigungen auf der Scheibe oder an den Belägen. Oder drittens, es regnet und es ist nass. Da kann ich euch von vornherein sagen, alles normal, das Quietschen ist da, aber daran könnt ihr in der Situation nichts machen. Zunächst müssen wir jetzt herausfinden, ob die Scheibenbremse dauerhaft schleift oder nur beim Bremsen quietscht. Sollte die Scheibenbremse dauerhaft schleifen, dann muss die Bremse an sich neu eingestellt werden. Eine gut eingestellte Bremse sollte einfach laufen, nicht schleifen und keine Geräusche von sich geben. Ein Video, wie das Ganze in der Einstellung aussieht, das habe ich euch hier oben rechts verlinkt. Wenn das Quietschen hingegen nur beim Bremsen auftritt, dann sind eure Bremsbeläge höchstwahrscheinlich verglast oder es gibt eine Verunreinigung. Doch was genau bedeutet denn jetzt dieses Verglasen überhaupt? Ihr müsst euch das so vorstellen, dass die Bremsbeläge glatt sind wie Glas. Wenn ihr sie ausbaut und anschaut, mit Licht drauf geht, dann schimmert die Oberfläche wie poliert, anstatt, wie gewünscht, aufgeraut zu sein. Der Hauptgrund hierfür ist ein nicht richtiges Einbremsen der Belege oder ein langes, schleifendes Bremsen, also eher so während der Fahrt, statt ein stotterndes und kraftvolles Bremsen. Dadurch werden die Oberflächen der Belege glatt, verhärten sich und es kommt zum Quietschen. Neben den Geräuschen ist dabei vor allen Dingen aber auch schlecht, dass die Bremsleistung sinkt. Zur Lösung des Problems kann ich euch jetzt zwei Möglichkeiten präsentieren. Erstens, die vorhandenen Belege und Scheiben reinigen, mit Schleifpapier aufrauen, um die Verglasung dabei zu entfernen. Dazu bauen wir das Laufrad und auch die Bremsbeläge aus. Wie immer, auf keinen Fall die Scheibenbremse oder die Belege mit den Fingern anfassen. Das führt dazu, dass Fett draufkommt. Im Bestfall dann den Belag einspannen oder alternativ in der Hand mit Schleifpapier aufrauen. Dafür verwende ich Schleifpapier in der Stärke 80 für Metall. Das Ganze sollte möglichst gleichmäßig passieren, bis diese glatte, glänzende Oberfläche gebrochen ist und rau ist. Das Ganze kann zwar gelingen, ist aber in der Praxis nicht der optimalste Weg. Denn einmal verglaste Bremsbeläge werden nie wieder die Bremskraft aufbringen, wie neue Bremsbeläge haben. Sprich, die zweite und auch die bessere Wahl ist es, sich neue Beläge zu kaufen, und dazu habe ich auch die gängigen Modelle unten in der Beschreibung für euch verlinkt. Dann geht's weiter zur Scheibe. Diese zunächst einmal mit Bremsenreiniger reinigen und danach mit Schleifpapier rundherum aufrauen. Zusätzlich solltet ihr die Gelegenheit nutzen und auch den Bremssattel reinigen. Dazu auch etwas Bremsenreiniger drauf und mit einem trockenen, entfetteten Tuch alle Verschmutzungen entfernen. Sobald alles sauber ist, bauen wir dann die Belege wieder ein und auch das Laufrad. Da wir hier über ein sicherheitsrelevantes Bauteil reden, natürlich sehr sorgfältig arbeiten und alles passend festziehen. Danach geht's an den richtig wichtigen Schritt, und das ist, die frisch gereinigte Scheibenbremse richtig einzubremsen. Hier gilt die Faustregel, 30 Mal von 30 km/h herunterbremsen. Die Bremse dabei mehrfach kräftig und nicht schleifend betätigen. Das hilft, die Beläge dann optimal an die Scheibe anzupassen. Es kann dabei sein, dass die Bremse zu Beginn immer noch quietscht, macht dir dazu aber keine Sorgen, das ist normal. Nach ein paar Bremsmanövern sollte sich das Quietschen dann legen und du kannst die ruhige Fahrt genießen, wie zum Beispiel auf hohe Passstraßen wie der Großglockner Hochalpenstraße. Das Video ist direkt hier verlinkt. Wenn dich weitere Tipps fürs Biken interessieren, habe ich hier ein Video verlinkt, wie du zum Beispiel die Bremsbeläge wechseln kannst. Viel Spaß dabei und wir sehen uns da wieder.